Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Witcher 3. So, als erstes werde ich, ja, zeigt dann sowieso an, dass wir da erst zurück sollen. Das schon mal positiv. Mal gucken, ob er hier den Weg hält. Wir haben in der letzten Folge ja hier das Dingens gefunden, das Wolfsschwert. Und war das Silber oder Stahl? Weiß ich jetzt ja auch nicht. Langsam. Ist einfach nur hier durchgerannt. Oh, cool. Warte mal, hier war doch schon. Nehmen wir doch gleich den Wegpfeiler. Aber als erstes können wir dann auch gleich mal gucken, wo wir. Als erstes können wir auch mal gleich mal gucken. Was ist denn das hier? Freunde der Jahres, Retter gewöhnlicher Leute, Furcht der Teufel. Ist doch gut, Freunde, ist doch gut. So, da ist ein bewachter Schatz. Das, ja. Klingt nach Geister. Okay. Sehr schön. Haben wir jetzt hier alles oder was? Hier ist noch eine Höhle, aber. Ja, wir kommen, wir sind ja durch. Ich habe ja hier noch auf Skellige jetzt hier so ein bisschen was zu tun. Warte mal. Wir müssten eigentlich mal kurz meditieren. Um das alles mal wieder aufzufüllen. Haben wir damit getan? Ich habe nichts getan. Warum brauchst du so ein großes Haus für dich? Sie werden nicht zurückkommen. Du bist alleine. Statt es zu reparieren, solltest du nach Larvik kommen und bei mir. So, jetzt lassen wir mal gucken. Wir gehen erstmal, wir gucken mal hier unten hin. Hier sind wir schon so weit durch. Haben wir jetzt hier alles? Ne, warte mal, hier ist noch was. Ach so, das war ja die Gwint. Hier ist noch was. Startlinie. Startlinie. Gwint. Gwint wieder Wind. Da ist nichts mehr. Warte mal, ist hier oben noch irgendwas? Nee, da ist auch nichts mehr. Hier unten ist hier noch irgendwas? Nee. Auch nichts mehr. Gut, würde ich sagen, was haben wir hier noch? Startlinie. Machen wir mal, gehen wir mal hier hin. Wir machen jetzt einmal die Rennen. Weißt du, mein Papa. Dein Papa, ja. Und kämpft gegen die Schwarzen. So. Du bist nicht aus Nilfgaard, oder? Nee, ich komme aus Kermorn. Wisst ihr noch, letztes Jahr, als Jove und. Ah, du bist's. Der erste Fremdländer, der bei den Heldenrennen mitmachen will. Reitest du mit? Es ist noch Platz. Ja, klar. Ja, ich reite. Vielleicht gewinne ich sogar. Wenn du so hart bist, wie du sagst, wer weiß.
Hört, Leute! Das Rennen geht gleich los! Für die Ehre der großen Mutter reiten der schnelle Oswald, der einsame Swan und Geralt von Riva. Woher wisst ihr denn meinen Namen? Greift euch die Zügel und schwingt euch in die Sättel. Fast die Langschiffe aus der Bucht geworfen. Das reitet los, für Freya! Ach, das passt ja wieder. Halt Abstand, Penner! Keiner kann's mit dem schnellen Oswald aufnehmen! Halt Abstand, Penner! Keiner kann's mit dem schnellen Oswald aufnehmen! Du wirst noch bereuen, dass deine Mutter nicht unfruchtbar war. What? Oh, jawohl. Langsamer. Es war, wie du vorausgesagt hast. Du hast gewonnen. Die Ehre ist dein. Der Preis auch. Oh, für jede Rennen Preis. Jawohl. Was jappet? Sag an. 80 Kronen. Zirkanische Scheuklappen. Sind die jetzt besser? Wir haben Scheuklappen von 14er Stufe. Oh, 60. Wir hatten schon vorher welche gehabt. Okay. So, dann lass mal gucken. Hier ist das nächste Rennen. Schneller. Gut, dann werden wir mal gleich da zu dem nächsten Rennen hinwatscheln oder beziehungsweise hingaloppieren. Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Und dann werden wir. Ja, dann werden wir. Dann werden wir. Das ist jetzt schon die vierte Folge wieder, die ich jetzt hier aufnehme. Geil. Bin schon wieder völlig drin in diesem Witcher aufnehmen muss. Langsamer. Ein Haufen Pferde da? Oh, da oben war. Komm schon, Plätze. Bei den Heldenrennen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Dann spar dir dein Genörgel, bis du es weißt. Svana hat dich für die Rennen zugelassen. Aber hast du wirklich den Mut dazu? Ja, klar. Fangen wir an. Hört her, Leute. Für die Ehre von Modron Freya reiten heute Geralt von Riva, Ave Rudersmann und die Rote Rika. Sieht aus wie die eiserne Jungfrau. Oder gewähre euch einen herrlichen Tod. Komm schon. So, jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich hier auch. Du wirst nicht gewinnen. Du reitest wie eine Frau. Du musstet ja wissen, ne? Du wirst nicht gewinnen, Vagabo. Du reitest wie eine Frau. Oh, das war's schon? Okay. Und der Sieger ist der Hexer Geralt von Riva. So ein Sieg verdient eine Belohnung. Hier, möge sie dich an diesen ruhmreichen Tag erinnern. Wie zufrieden er ist. Leichtet, wisst ihr, so ein bisschen durch Reiten hier Belohnungen erhalten, Gold erhalten, 50 Gold bloß. Naja, gut, war eine kurze Strecke. Und ihr habt noch Satteltaschen. Na gut, Satteltaschen brauche ich nicht unbedingt, aber. Was habe ich denn hier für welche Dorf? 70er. 100.
Dann müsste sich ja das oben ändern. 130 haben wir jetzt. 160. Ja, ja. Wenn's so weitergeht, bin ich vielleicht schon wieder drin in meinem Soll. Gut, Freunde der Sonne und des gewieften Pferderennsportes. Wo müssen wir denn als nächstes denn hier? Das heißt also, wir müssen hier nach Blandare und machen auch gleich zwei Fragezeichen mit. Denkt mal drüber nach. So, ich werde mal zurückrennen, weil mein Pferd ist wieder sonst wo. Das steht noch am Startpunkt, das Pferd. Ist ja nicht so, dass wir hier gerade mit unserer Plötze bis hierher geritten sind. Aber Plötze, die spornt einfach sonst wohl, ne? Wenn ich jetzt so pfeifen würde, wäre sie ja wieder hier. So. Geile Scheiße. So, wo wollte ich denn hier? Blandare. Ach, das Spiel, ja, Freunde. Das Spiel macht einfach so viel Laune. Achso, ich muss ja auch mal markieren. Den Ort markieren. Das hier anwählen. Oh, die haben sie erstmal geklont hier. Gut. Ich nehme die Hälfte und die Hörner. Du nimmst die andere Hälfte und das Fell. Und was bleibt für die Götter? Die Götter können selber jagen. Jawohl, Alter. Die Götter können selber jagen. Waren wir hier schon? Ja, wir waren hier schon. Die Götter können selber jagen. Herrlich, Alter. Und es hat keine Auswirkungen, Freunde. Es ändert einfach nichts. Oh, versteckter Schatz. Notiz. Gelobt sei Freya, unsere große Mutter. Sie sagten, die Straße wäre voller Gefahren, dass dort Seeteufel auf die Reisenden warteten, dass hinter jedem Baum ein Bandit lauerte. Aber ich opferte Freya zu Ehren ein Lamm und legte ein Amulett aus Falkenfedern an und jetzt halte ich fest, überquerte die Insel ohne ein einziges Mal mein Schwert ziehen zu müssen. Und obendrein habe ich unterwegs ein paar gute Geschäfte gemacht. Meine Truhe so voll Silber und anderen Wertsachen, dass mein Rücken ächzte, mein Gott, als ich sie auf den Wagen hiefte. Wenn alles nach Plan läuft, werde ich morgen gegen Sonnenuntergang zu Hause sein. Ich danke der Göttin, dass sie so gut auf mich Acht gibt. Bin jetzt kein Experte, aber Freund, das war wohl nix. Er hört aber auch nicht auf, wisst ihr? Er macht einfach weiter. Ist hier noch was? Muss ja hier draußen irgendwo sein. Mein Gott. Das ist ganz schön weit. Hier rollert. Tja. Vielleicht war ja. Ich stell mir das jetzt gerade so vor, der hat ja eine Ziege hier. Er hat Freya eine Ziege geopfert und das ist da überall durchgekommen, bis auf hier. Also er war auf dem Weg nach Hause. Jetzt stelle ich mir das so vor, du holst eine Ziege, opferst die und dein Guthaben bei Freya, bei der Mobilfunkfirma Freya wird, naja, ihr wisst schon, ne? gefüllt. So. Und jetzt ist aber das Guthaben aufgebraucht und du hast keinen Schutz mehr. Er hatte vielleicht zwei Ziegen. Wisst ihr, eine doppelte.
Aber kann Freya ihm denn nicht über SMS Bescheid sagen, dass sein Guthaben aufgebraucht ist und er sollte gefälligst eine neue Ziege opfern? Du Opfer, du. Naja, es sind so Gedankenspiele, die man so hat, wisst ihr? Und naja. Wo ist denn jetzt das Pferd? Ach da. Aus dem Buschernei. Aus der Buschernei kommt's. Lauf, Plätze. Aber sowas von Pferdchen. Gib Gummi. So. Denn erstmal hier so lang, ne? Wir müssten ja eigentlich dann hier auf dem Weg hier lang kommen. Jetzt ist dein Glück vorbei, Mistgeburt. Mach ihn fertig! Ein verfluchter Zauberer! Wer steht denn hier noch? Ach so. Na, schießt er da noch? Wir kommen hier hoch. Verdammt, ja, siehst du? Okay. Der hat einen Stoch, der hat was dabei. So, hier ist eine ganze Menge. Die Götter segnen und belohnen dich, Hexer. Die Götter segnen und belohnen dich, Hexer. Ich kann dir aber nur ein kleines Geschenk geben. Naja, geh du mal hoch. Wir kommen gleich nach. Ah, da ist er. Mein Befreier, mein Retter. Ich bin wieder bei meinen Leuten, dank dir. Deinen Leuten? Hier ist er überhaupt nicht. Sag mir, was du hast. Ist überhaupt keiner hier. Irgendwas mit bei, was die brauchen kann? Nö. Bis dann. Ich würde die Aufgabenreihe gewinnt eigentlich hier weglassen. Mit dem Hintergrund, dass... Oh, naja. Es gewinnt halt. Hat jetzt nichts mit der Story zu tun. Gut, dass du kommst. Uns fehlt noch ein Teilnehmer für das Rennen. Bereit? Aber sowas von breit. Immer doch. Schnapp dir einen Gaul. Leute, wir haben einen dritten. Neben Baldsigge und Ägir Fischig geht Geralt von Riva an den Start. Fischig und Sigge. Die Pferde sind nervös. Seid ihr bereit? Plätze hebt nochmal alles. Und weg los, sind los. Sie. Schneller, schneller. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo das hier überall lang geht. Oh, da ist noch ein Riesenvieh. Alter, was für ein Regen hier, oder? Ist das alles? Kannst du nicht schneller? Ja, doch, ich habe noch. Ich hab noch Ausdauer, Junge. Alles gut. Ach, hier waren wir hier, wo die uns hier töten wollten. Beziehungsweise, wir wollten uns ja nicht töten. Ist das alles? Kannst du... Oh, Gott sei Dank. Hat gerade so erreicht. Ich wollte nämlich gerade langsamer werden. Hört, Leute, unser Sieger ist Geralt von Riva. Du hast dir Ruhm und Ehre erkämpft, Hexer, und einen tollen Preis verdient. Nun, du musst noch ein letztes Rennen bestehen. Auf Hindarsfjall. Wenn du so reitest wie heute, ist dir der Sieg sicher. Alles klar. Sehr gut. Wenn wir uns gleich mal auf den Weg machen, wa? Nach Hindias Fall.
steht denn hier wieder mitten in der Pampanei? Einen neuen Sattel haben wir gekriegt. Was haben wir denn jetzt für einen Sattel, Dorof? Wir haben ihn mit 70 Ausdauer. Ah, 60 brauchen wir nicht. So, ich mache jetzt erstmal hier das ganze hier ordnen hier, weil das ganze Döns hier. Das ist alles hier ordnet. Das müssen wir noch ordnen. Gut. Wie weit ist denn das jetzt bis zur nächsten Flagge? Oh, naja, gut. Und wo ist jetzt denn die Aufgabe? Wo ist. Das hier, wa? So, wir können jetzt runter oder nach oben, nach Blandara zurück. Ist das jetzt hier mein Weg? Jetzt muss ich nochmal gucken. Nee. Nehmen wir den Weg. Freundchen. Beim ersten Mal pfeifen. Hast du zu kommen. Sonst ist hier nächstes Mal was los. Dann brennt hier die Luft. Dann gibt es Lasagne. Ich mir andere Plätze. Ah, ja. Ein Händler. Oh, der wird ja nicht angezeigt. Das ist ja auch merkwürdig. So ist's gut. Ach, Quatsch. Der hat biegen müssen? Nö, genau richtig. Das ist ja mal so eine Sache mit der Orientierung hier ohne Navi. So, wir müssen hier rüber. Dann machen wir noch das letzte Rennen da und dann haben wir das auch geschafft. Nach Larvik. Speichern? Hat er gerade? Ich will aber selber speichern. Mann! So, wo ist denn da drin jetzt? Ach hier. Dein Name sei verflucht. Hab ich meine Hütte abgeschossen. Um ganz ehrlich zu sein, ich hätte nicht gedacht, dass du auch nur ein Rennen gewinnst. Und jetzt hast du drei gewonnen. Damit darfst du im großen Rennen antreten. Aber fühlst du dich auch bereit dafür? Völlig bereit. Ich wurde bereit geboren. Gehen wir es an. Vorsicht, es ist eine große Ehre, aber auch eine große Gefahr. Es ist Zeit für das große Rennen. Zu Ehren Freyas reiten Geralt von Riva und die letztjährige Meisterin Astrid die Viper. Los, reitet schneller als der Wind. Wie ist das da am Ende irgendwie. Komm schon, Plätze. Dass da am Ende irgendwas beschissen war. Irgendwie so eine Abzweigung. Ich hätte jetzt ja meinen Navi direkt im Augenfeld. Halt Abstand, Rumtreiber! Hier hätte man abkürzen können. Aus dem Weg! Sonst bist du nein. Oh, verdammt, ach, leck mich. Scheiße. Au. Mist. Wir müssen auch normal machen. Hab mich da vertan. Ich dachte, die geht da rechts verloren, rum. Aber gegen die Beste. Auf deine Teilnahme am großen Rennen kannst du stolz sein. Mhm. Ich platze vor Stolz. Bis nächstes Mal. War schwierig, dieses um ganz ehrlich zu sein, ich hätte nicht. Ich wurde Vorsicht. Es ist.
los! Reitet schneller als der Wind und die Göttin in ihrem Wagen. So, also nochmal. Eine Kette nicht rechts abbiegen dürfen. Warum auch immer ich da rechts abgebogen bin. So, hier vorne. Halt Abstand, Rumtreiber! Aus dem Weg, sonst bist du tot! Ich sag dir, warum ich hier rechts... Oh. Ich bin zu doof dafür. Solche wie dich kenne ich. Boah. Hat jetzt gewonnen oder die? Du hast verloren. Was? Ich war doch als Erster. Erleck mir doch. Um ganz ehrlich zu sein. Ja, ich bin breit. Die Breite geboren. Es ist... Schneller als der. Manchmal ist das hier so ein bisschen, das ist, weil das Pferd soll ja die Spur hier halten, aber das ist so ein bisschen tricky alles hier. Wir lösen unsere Probleme selbst. Scheiß. Aus dem Weg, sonst bist du tot. Warum nimmt... Oh, ich leck mich doch. Wieso kriege ich denn die Scheißkurve da oben? Die Scheißkurve da oben nicht? Warum kriege ich denn diese Abkürzung nicht? Warum sägen die nicht? Ich meine, ich sehe die da oben, aber ich komme nicht rum. Aber wenn du denn hier erstmal festhängst mit dem Pferd. Ach, das kotzt mir an. Ich will lieber was kämpfen hier. Als diese kurvengesteuerten Pferdebahnen. Ich schaff das heute noch. Ach, ich muss jetzt auch noch ins Ziel kommen. Mann, ich bin nicht da, Junge. Komm schon, Plätze. Du musst ins Ziel kommen, das ist so ein Blödsinn. Ja, komm schon, los jetzt hier. Bla 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 bla. Um ganz ehrlich bla, bla, zu sein. Bla, 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 ja. Bin so breit wie sonst nie. So, komm jetzt. Schneller als der Wind und die Göttin in ihrem Wagen. Beweg dich. Sie sind gestartet. Vor allem, ich hab mich auch so konzentriert, diese scheiß Kurve da zu kriegen, wisst ihr? Jetzt gucke ich erst ja nicht hin, glaube ich. So, jetzt geht es hier irgendwo hin, da. Aus dem Weg, sonst bist du tot. Der tippt da ja nicht, oder? So ist gut. Habe ich es jetzt geschafft? Alter, sag mir, dass ich es jetzt geschafft habe. Das Heldenrennen ist zu Ende. Gott sei Dank. Geralt von Riva hat Astrid die Viper geschlagen. Der weiße Wolf, der Außenseiter, hat gewonnen. Tolles Rennen. Die Göttin wird zufrieden sein. So wie du mit deinem Preis. Nicht schlecht, muss ich schon zugeben. Ich weiß nicht, was ich in einem Jahr mache, aber ich will wiederkommen. Neuer Sattel. Hab ich mal. Neuer Sattel. 80. Was hatten wir? 70, ne? Ja. Aber jetzt kriegen wir einen neuen Sattel. Gut, Freunde der Sonne. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Und dann sind wir eigentlich soweit durch. Ich guck nochmal. Wie gesagt, Gwind lasse ich jetzt außen vor. Drauf geschissen auf diese Questreihe. Ist nur Gwind. Andererseits kommen nachher dann noch die Turniere. Ist nur Gwind. Ist drauf geschissen. Wie gesagt, drauf geschissen. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und tüdelü.